ich arbeite hier weiter daran, diesen Hügel mit einem Überzug zu versehen. Und statt das Ganze zu spachteln, schütte ich einfach Sand drauf und tränke den dann mit Leimwasser. Hier hinten führe ich mit Hilfe dieses Putzbrettes den Sand so nah dran, dass die Kante einigermaßen nach was aussieht und vor allen Dingen das grüne Styropor gut verdeckt ist. Und hier habe ich jetzt ein wirklich großes Gebiet noch zu streuen.
So, jetzt versuche ich noch eine Kante scharf zu kriegen hier hinten. Und für diesmal war es das wieder.